Hallo zu diesem ganz kurzen Intro-Video zum Thema Essstörungen. Ich habe auf meinem YouTube-Kanal ja schon mal ein Video gemacht zu Essstörungen. Daraufhin hat sich eine sehr nette, interessante, lebenswerte junge Dame, nenne ich es mal, bei mir gemeldet, die einen Online-Kongress veranstaltet am 21.06.2021. Findet also online ein Kongress statt zum Thema Essstörungen. Das sind sehr viele, ja, Referenten, Redner geladen, es läuft ja alles online. Und du siehst jetzt nach diesem kleinen Intro jetzt hier, siehst du ein kurzes Interview, einen Zusammenschnitt aus dem Interview mit Daphne, mit der, die das Ganze organisiert, und mir. Und mein Video oder mein Live oder mein Beitrag, ich weiß nicht, er ging 2 Stunden, das Interview. Ob die ganzen 2 Stunden jetzt so gesendet werden, weiß ich nicht. Wenn, dann kannst du es ja in Etappen anschauen. Also wenn du Interesse hast oder dich zum Thema Essstörungen interessierst, schau dir diesen Kongress an. Fantastische Frau, die das macht, hat es aus eigener Erfahrung überwunden. Und ich sage immer, am besten kann man von Menschen lernen, die nicht nur theoretisch wissen, von was sie sprechen, sondern die es selbst erlebt und erfahren haben und daraus gewinnbringend hervorgegangen sind. Und das ist sie ganz sicher, so wie ich sie kennengelernt habe. Kann sie also nur wärmstens empfehlen. Wenn du also Interesse hast, unter diesem Video in der Beschreibung ist der Link zum Online-Kongress, der ist kostenfrei. Da kann man was spenden, wenn das möchte. Dann kannst du dich da anmelden, kannst du die Beiträge anschauen. Die Beiträge werden aber auch danach noch weiterhin öffentlich zugänglich sein, sodass du es dir zu jeder Zeit anschauen kannst. Also, ich lade dich praktisch ein, 21.06. vielleicht direkt dabei zu sein oder eben danach dir die Videos anzuschauen, wenn dich das Thema Essstörung interessiert. Und unter diesem Link zum Kongress ist auch nochmal der Link, damit du jetzt nicht rumsuchen musst, zu meinem Video zum Thema Essstörung. So, jetzt bist du informiert. Dann weißt du jetzt direkt gleich, wenn hier ein Cut ist, also bleib dran, kommt das Kurzinterview, also der Ausschnitt oder Ausschnitte von meinem Interview diesbezüglich, dass du dann in voller Länge beim Kongress erleben wirst. Du wirst noch andere wichtige, tolle Referenten erleben, aber das siehst du ja, wenn du den Link darunter eben anklickst zum Online-Kongress. Okay, freue mich, wenn es dir hilft, und ja, bis zum nächsten Video. Was kommt dir als erstes in den Sinn zum Thema Essstörungen? Lebensfeindlich. Das heißt, wenn wir Essen mal genauer beleuchten, ich glaube, das weiß jede oder jeder, hat es ja den Sinn, das Leben zu erhalten oder das Leben zu fördern. Speziell auf eine Essstörung. Was möchte denn der Körper oder die Seele durch den Körper zu einem sagen? Ja, du hast einen kranken Geist. Sprich, du kannst deinen Verstand nicht gebrauchen, was Menschen relativ selten können. Und dann kriegst du halt Signale. Ich nehme jetzt mal was Technisches. Du hast im Auto eine Ölkontrollleuchte leuchten und das ist einfach ein Signal, ein Symptom. Wenn du die Leuchte rausdrehst, ist sie zwar erstmal dunkel, aber du hast noch ein richtiges Problem, den Motorschaden. Kann auch der Ursprung, würdest du jetzt sagen, einfach in der frühen Kindheit stattgefunden haben? Also grundsätzlich geht es immer darum, es gibt nur ein Trauma zu beachten, nämlich dadurch verlierst du dein Ur- und Gottvertrauen, und die anderen Traumata sind nur auf dem Ursprungstrauma aufgesetzt. Das heißt, wenn jemand sagt, ich habe sehr viele Traumata, würde ich sagen, ja, das ist eine Reizreaktionsnummer. Noch eine Frage. Du hattest ja selber mal etwas, ja, Übergewicht, hast du auch in einem Video gesagt. Und ja, wie war denn da so dein Weg? Oder hast du da schon angefangen, dich mit dir selber zu beschäftigen? Oder wie war denn das bei dir da? Also, ich glaube, ich habe alle Diäten, die es gibt, ausprobiert. Bis ich natürlich dann irgendwann in die psychologische Richtung kam, eben vor 32 Jahren, da hatte ich schon noch auch Übergewicht oder immer wieder. Und da war mir klar, hey, logisch, ich fresse sie nicht hinein, ich arbeite zu viel. Genau, dann würde ich dich auch noch fragen, einfach jetzt auch so für die Leute, wenn sie das jetzt super interessant fanden und gerne mal zu dir kommen möchten, wie würdest du denn mit den Leuten arbeiten, damit sie so ein bisschen einen Eindruck haben, genau, wenn sie sich jetzt einfach bei dir melden möchten? Also, ich empfehle den Leuten erstmal, damit sie sich auch Zeit und Geld sparen können, sich meine 100 Videos auf YouTube anzugucken. Da gibt es 3 Stück zum inneren Kind, 2 Stück die Büchse der Pandora, dann Gefühle fühlen. Warum verabscheust du dich so sehr? Dann gibt es was über Essen. Es gibt also viele Videos. Und wenn man dann merkt, okay, ich komme weiter damit, kann mir auch viel Zeit sparen, aber ich komme an einen Punkt, wo ich das Gefühl habe, jetzt komme ich nicht mehr weiter. Aber wenn du also irgendwann nicht weiterkommst, sagst, ich habe keine Lust, ewig rumzueiern, ich habe keine Lust, Videos anzugucken, sondern ich möchte gleich professionelle Hilfe, wo ich in der ersten Stunde
schon lerne, um was es geht, und zwar bewiesenermaßen. Ich erzähle dir nicht, was richtig ist, sondern ich zeige dir, was deine Wahrheit ist. Lust hab, also ich frage jetzt einfach erstmal, du hast vorhin eine Übung gesagt, also die man machen könnte, dass man einfach die Augen schließt, in sich reinspürt, zu dieser Situation hingeht, sich selber lieb hat. Achte mal auf deinen Puls, Herzschlag. Kannst du den wahrnehmen, den Puls? Was auch immer da ist, ist gar nicht wichtig. Denn das Wichtigste, was es gibt, ist jetzt da, das bist du. Na dann bedanke ich mich bei dir. Danke für alles, für dein großes Wissen. Dankeschön für die Einladung.